Und damit herzlich willkommen zurück. Eine Güte, jetzt wieder hier mal den Vibrator, ey. Zu Cyberpunk 2077. Wir gehen heute als allererstes zu einem Waffengeschäft, denn ich habe die Hoffnung, dass ich dort Munition kaufen kann. An Automaten kann ich es ja nicht. Okay, ich kann mir jetzt einfach eine Bullenkarte holen. Cool. Das sehe ich anders. Nee, ein Pegan-Adapter, der Bastard sogar. So. Kurz mal umgeschossen. Schmacko Fatze, würde ich sagen. So, da. Gun and Rama. Servus. Hallöchen. Wie läuft's? Nicht schlecht. In Night City verhungern die Leute lieber, als mit einer alten Knarre rumzurennen. Ja, mir geht's mehr um Munition, muss ich zugeben. Suche eine neue Bleispritze. Dann bist du hier richtig. Ich hab da was. Achso, Munition? Verbrauchsgüter. Nö. Okay, die hat eine Shotgun, die echt nicht so gut ist. Ich hab mir eigentlich echt nicht viel Waffen. Und die hat, doch, da ist die Munition. Hä? Ist Munition kein Verbrauchsgut? Scheinbar, okay. Was ist denn Munition? Scheinbar allgemeines. Gewehr, Pistolen, Scharfschützengewehr. Die kaufe ich mal komplett, würde ich sagen. Ich meine, was kostet die Welt? Und Schrotflinte, die kaufe ich auch komplett. Sehr schön. Gut. Das war's auch schon. Ich könnte bei ihr jetzt noch kurz verkaufen. 127 mal 6, Alter. Das könnte langsam sogar fast besser werden als meine. Okay, ich merke mir das mal. Behalt die erstmal. Gut, bye, have a great time, ne? Wir wollen heute eine... Was ist denn? Warte noch was? Sie sagt, warte, ich war noch nicht fertig. Warte, ich war nicht fertig. Ja, womit denn? Schade. Ja, neues Auto zu verkaufen. Ja, verpiss dich. Kaufen wir alle irgendwann mal. Ich mach mal einen Part, wo wir wirklich nur Autos kaufen. Ich sehe den Sinn zwar nicht, aber meine Güte. Leck mich am Arsch, ey. Bleibt da einfach noch weiter wegstehen. So. Wir fahren mal eben zu der Cyberpsychose da hinten hin. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich noch in dem Part mache. Wahrscheinlich einfach trotzdem ein NCPD-Delikt. Aber ich möchte heute gerne mal wieder eine Cyberpsychose machen. Wir haben, glaube ich, aktuell nur die. Guten Tag. Pingen wir mal. Okay, was ist mit dir? Sit. Holden McCoy. Keine Zugehörigkeit, Kampfstimme. Was bist du? Tor. Achso. Können wir ihn mal pingen? Ich ping ihn mal. Da stehen hier noch mehr Leute rum. Nö, ganz offensichtlich nicht. Okay, Chase Colley. Okay. Ah!
Wer von den beiden ist jetzt die Gefahr? Okay, scheinbar ihmchen da. Ich kann leider keine Cyberstörung an ihm vornehmen. E9 an C und C. So. Kann ich ihn ablenken? Wahrscheinlich sollte er mit schweren Projektil erschossen. Haben wir nicht gesehen. Pass auf, ja. Zack. Ich glaube, ich sitze hier fest, oder? Tue ich nicht. So. Takedown. Ich möchte anmerken, das ist kein Takedown, wie ich mir einen Takedown vorstelle. Ich habe mich maßlos erschrocken. Ich dachte mir, okay, easy, jetzt habe ich den. Gut, also so schnell wie möglich wieder von ihm weg. Keine Ahnung, ob der überhaupt so zu greifen ist. Wo bin ich? So. Speichern. So. Natürlich weiß er, wo ich bin. Durchgehend quasi. Okay, oder? Schnell mal weg hier. Oh, ist der ungemütlich, ey. Okay, wir haben ihn. Boah, leck mich am Arsch, ey. Wo kann ich die looten? Servus. Sieht nicht gut aus. Ich muss schon sagen, deine Mary ist echt nicht dumm. Sie hat dich gerade noch rechtzeitig zu mir gebracht. Dein Körper stößt die Implantate ab und das sollte dich echt nicht wundern. Er ist einfach nicht bereit für die. Das sind militärische Implantate. Für die braucht man das richtige Training. Scheiße, die sind eigentlich gar nicht für Zivilisten gedacht. Ich kann dir ein paar Schmerzmittel verschreiben, aber dir sollte klar sein, dass der Schmerz eine Warnung deines Körpers ist. Wenn du sie ignorierst und das Chrom weiter benutzt, könntest du deine Wirbelsäule permanent beschädigen. Jetzt kannst du das Exoskelett noch abnehmen. Aber wenn du dir die Wirbelsäule brichst, kannst du dich nie wieder ohne Hilfe bewegen. Okay. Ich suche die Umgebung nach Informationen. Was soll ich denn noch mehr Informationen holen? Also, ich fand das schon sehr informativ, muss ich zugeben. Guck mal, hier liegen noch ein paar Militärbuben. Ja, wahrscheinlich Söldner.
So, ist hier draußen noch irgendwas? Jetzt geh ich mal rein. Zack. Billiger Anzug, anscheinend ein Konzerner mit schwerem Projektil erschossen. Na, guck mal, hier steht da noch was. Servus, Nachrichten. Hör mit dem Gejammer auf. Ich will offen sein. Du bist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass es harte Arbeit ist. Der Job sollte dich abhärten, aber du kommst immer nur, um dich bei mir auszuholen. Die meisten Unternehmen tauschen müde Arbeiter wie dich einfach aus, aber so bin ich nicht. Ich habe Mitgefühl gezeigt, habe dir sogar Ware zum guten Preis beschafft. Und was kriege ich dafür? Undankbare Idioten wie du denken nur an sich selbst. Alles dreht sich um deine Bequemlichkeit. Das Unternehmen ist dir scheißegal. Dank mir hast du gute Implantate mit einem noch besseren Finanzplan und all das habe ich aus reiner Güte getan, damit du deine Zeit nicht mit Banken und Formularen verschwenden musst, die du nicht mehr verstehst. Aber bekomme ich ein Danke? Nein. Weißt du, wenn Mary und Charlie nicht wären, hätte ich dich längst rausgeschmissen. Denk also mal an sie und mach dich an die Arbeit, anstatt immer nur rumzujammern. Das ist eine Baustelle und kein Ort für Weicheier und Heulsusen, aber hey, wenn du willst, kannst du dir deine Scheiße jederzeit zusammenpacken und gehen. Aber danach brauchst du die Visage hier nie wieder zu zeigen. Nur das eine Mal im Monat, wo du deine Raten zahlst und den Mitarbeiterrabatt, kannst du in jedem Fall vergessen. Okay. Dann gibt's noch Lass den Bullshit. Ich hab's dir schon mal gesagt. Warnungen und Verbote sind spezielle Nutzungsbedingungen sind mir scheißegal. Wir wissen beide, dass du auf dem Scheiß keine Garantie geben wirst. Spar dir den Scoop und lass uns zum Geschäft kommen. Mir ist egal, ob der Kram von alten Militärstützpunkten oder aus der Mülltonne von einem Gassenripper stammt. Scheiße meinetwegen auf einem alten Indianerfriedhof. Was? Scheiße. Meinetwegen geh auf einem alten Indianerfriedhof buddeln, solange der Rotz funktioniert. Die Hydraulik sollte mit 2 Tonnen klarkommen. Meine Leute kaufen, was immer ich ihnen anbiete. Also sorg einfach dafür, dass mir deine Leute geben, was ich bestelle. Okay. Also offensichtlich ist Tom, der hier auch geschrieben hat, der Chef hier der Baustelle. Und Aniela ist der oder die Beschafferin von den Teilen. Und Chase war der Typ, der es nicht vertragen hat. Bezahl oder dein Kopf explodiert von, keine Ahnung. Hey Kumpel, heute ist ein Pechtag. Ja, komm, irgendein Scammer. Okay, das war recht klar und einfach jetzt. Ich würde sagen, wir schreiben mal Regina Jones. Regina Jones. Cyberpsycho. Einer der Arbeiter ist zum Psycho geworden, hat angefangen auf der Baustelle auszutrommeln. Ein paar seiner Kollegen wollten ihn aufhalten, aber ihre kleinen Plastikknarren konnten nicht durch das Exoskelett durch. Die Schlauen unter ihnen sind weggerannt, die anderen sind jetzt Teil des Mauerwerks, wenn du verstehst, was ich meine. Schau die Sache mal an. Ja, okay. Hab den Cyberpsycho lebend erwischt, auch wenn er sich echt ganz schön gewehrt hat. Schicke dir die Details. Bin echt froh, dass du ihn lebendig erwischt hast. Der arme Typ ist komplett ausgerastet, bevor er überhaupt gemerkt hat, was los ist. Offenbar können nicht mehr pneumatische Arme die Stimmung in einem unerträglichen Arbeitsplatz heben. Okay, gehen wir davon aus, das war's. Ich habe übrigens ein bisschen geskillt zwischendurch. Nice. Doc zu Dumpingpreisen. Sehr schön. Ich habe ein bisschen geskillt. Allerdings habe ich nur ein paar Kleinigkeiten geskillt, würde ich behaupten. Mission abgeschlossen. Gut, und dann hatte ich mir überlegt, ich gehe nochmal kurz nach hier. Dann machen wir beim nächsten Mal nämlich entweder eine von den Missionen oder die. Wir sind in dem Bezirk hier nämlich komplett fertig. Wie man jetzt gerade sieht. Wir haben nur noch die beiden Sachen hier offen. Beat on the Bread werde ich nicht machen, weil gefallen immer noch sehr hoch. Und Space Odyssey ist einfach mit dem Obdachlosen sprechen, das muss ich nur tun. Oder wir holen uns die Tarotkarte da oben. Das könnte man auch mal eben tun. Das ist ein guter Punkt, ich glaube, das tue ich. Scheiße auf den Bums. Ich habe heute auch leider nicht so furchtbar viel Zeit. Ah, stopp. Ich muss gleich noch zu einer Besichtigung. Ich glaube, ich habe darüber noch nicht in Cyberpunk auf jeden Fall noch nicht geredet. Ich habe mir einen Bänderriss zugezogen und dementsprechend bin ich jetzt gerade etwas gehbehindert. Dementsprechend umso schlechter sind für mich gerade Wohnungsbesichtigungen. Aber meine Güte, was soll man tun, ne? Manchmal ist es halt einfach so. Egal. Ich fahre jetzt auf jeden Fall
kurz nochmal die Tarotkarte holen und dann. Meine Fresse, ey. Und dann sollte es auch für den Part reichen. Und dann muss ich noch ein bisschen Kleinkram bei uns aus der alten Wohnung holen und ja, eine kurze zwei Wohnungsbesichtigung machen, dann geht das wieder. Ich muss sagen, Kram aus der Wohnung holen mit einem Bänder ist auch echt kacke. Ich humpel da jetzt einfach nur die scheiß Treppe hoch und runter. Übel kacke. Aber geht schon. Keine Ahnung, was Hupe ist. Es ist nicht H. Ah, es ist E. Ja, okay, das geht nicht ohne vernünftige Tonunterschiede, leider. Noch eine Karre? Junge, verpiss dich mit den Autos. Wie viele Autos kann ich inzwischen kaufen? Irgendwie so 20 oder so? Und die sind alle wertlos. Mir alle echt egal, vor allem auch. Was ein Umweg, ey. Santo Domingo sind wir immer noch, aber jetzt irgendwie im Arroyo oder so. So, jetzt sind wir gleich da. Endlich. Guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie viel uns davon fehlen. Was ist das? Tarot-Sammelanzeigen. Oh, hübsches Foto. Der ist ein bisschen fragwürdig mit seinem linken Arm gehoben. Das ist zum Glück nur der rechte, linke. Die Kraft. Die Kraft ist eine Karte der Belastbarkeit. Sie wird mit Entschlossenheit, Mut und inneren Konflikten in Verbindung gebracht. Man muss sich anstrengen, um Hindernisse zu überwinden und so sein Ziel zu erreichen. Die Kraft bezieht sich sowohl auf körperliche Stärke als auch auf seelische Kraft, die aufgebracht werden muss, um das Unmögliche zu erreichen. Okay, Bruder? Weiß ich nicht. So. Home ist eine Tarotkarte. Die können wir nochmal kurz holen, die Saumarke. Holen wir. Holen wir. Eieieiei. Ich hoffe, es ist okay, dass ich die ganze Zeit Nebenscheiß mache und nicht mit den Hauptmissionen fortsetze. Sollte ich vielleicht auch mal irgendwann tun. Aber ich genieße es gerade einfach ein bisschen, die Welt also zu erkunden ist ja falsch, weil erkunden tun wir es eigentlich gar nicht. Ich hätte hier abbiegen müssen. Ah, ne, guck mal. Red Peaks. Warum? Ich fahre mich an einem Strauch fest, Bruder. Naja. Weiß ich nicht. Egal. Da vorne ist auf jeden Fall erstmal ein weiteres Tarot-Ding. Guten Tag. Oh, der sieht auch nicht ganz so gesund aus. Hallo. Was ist das? Das Rad des Schicksals. Das Rad des Schicksals steht für bevorstehende Veränderungen. Das Schicksal kann sich zum Guten oder zum Schlechten wenden, aber so oder so tun sich neue Möglichkeiten auf. Das Rad führt uns vor Augen, dass niemand für immer ganz oben bleiben kann, aber auch, dass nicht jede Lage ausweglos ist. Okay. Bruder. Musst du wissen. Gut. Ich würde sagen, dann war das ein etwas kürzerer Part heute. Oh, hier wären noch zwei Cyberpsychosen gewesen. Nice. Das Gebiet hier habe ich noch gar nicht entdeckt, ey. Ich würde sagen, wir machen trotzdem beim nächsten Mal hier mit dem Gebiet weiter. Da machen wir dann wahrscheinlich Space Oddity. Gibt es da einen Wegpunkt, der in der Nähe ist? Nö. Ja, Pass. Piez ist in der Nähe. Ich glaube, ich schnellreise mal eben nach dahin. Das kann ich ja noch kurz mit euch machen. So. Zack. Eieieiei. Let's go. Bitte. Danke. Yeah. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis dahin. Tschüss.